Analyse zum dritten Chapter und dieses hat den tollen Namen Satsuki Uchiha. Ja, hier gab es natürlich auch wieder ein kleines Titelbild. Finde ich jetzt irgendwie dafür, dass es Satsuki Uchiha heißt, nicht so pralle, weil man sieht da einfach nur Naruto mit einer Schriftrolle und so einem kleinen Vogel, der so ein Ninja-Stirnband hat. Ja, und das war es eigentlich. Und ich finde, dadurch, dass es ja Satsuki Uchiha heißt, hätte man durchaus auch ihn eigentlich da auf das Cover packen können. Aber naja, was soll's. In diesem Chapter trifft jetzt Naruto auch mal das erste Mal noch ein paar andere Charaktere, die wir vorher in dem ersten und zweiten weder namentlich, geschweige denn überhaupt irgendwie gesehen haben oder erwähnt worden. Ja, er hat halt in dem Punkt ja die Akademie jetzt bestanden und deswegen geht er ja auch dahin, wo sie sich versammeln, um eben auch einen Sensei zu bekommen. Ja, irgendein x-beliebiger wundert sich dann natürlich darüber, so laut Motto, hä, Naruto, was machst du denn hier, du hast doch nicht bestanden, und Naruto nur, hey, siehst du, das Stirnband nicht und bla. Ja, dann sieht man halt, dass Sakura kommt und er denkt erst, sie will sich neben ihn setzen. Natürlich nicht. Indirekt ja, aber auch nur, weil er neben Satsuki sitzt. Ja, dann kriegt man so Narutos Gedanken mit, dass er Sakura halt, ja, hübsch findet. Ich finde sie ehrlich gesagt verglichen zu später in den ersten Chaptern heutzutage ziemlich hässlich. Muss ich einfach so sagen. Später sieht sie deutlich schöner aus, um das mal so zu sagen. Und Satsuki sieht, naja, gut, da ist kaum Unterschied. Ja, und dann sagt er halt, Satsuki ist halt der Mädchenschwarm und so cool und er mag ihn überhaupt nicht. Und er versteht auch gar nicht, was die Mädchen so an ihm finden. Ja, er schaut ihn dann natürlich an und ja, man merkt natürlich schon, dass das Chapter so ein bisschen mehr auf Humor ausgelegt ist, weil, ja, es kommt dann erstmal aus Versehen zu einem Kuss. Fand ich ehrlich gesagt damals ziemlich lustig, weil Naruto hockte ja so vor Satsuki und eigentlich vor Satsuki saß, hat sich dann so ein bisschen nach hinten gelehnt, kam gegen Naruto und die beiden küssten sich. Sakura dreht natürlich total durch und verprügelt Naruto. Ja, mein Gott, es ist ja nicht, als hätte Naruto das mit Absicht gemacht. Also ich kann Sakuras Reaktion nicht verstehen. Ihres finde ich auch überhaupt nicht lustig. Mein Gott, ich denke, der Junge hat deutlich Besseres zu tun, als mal eben Satsuki zu küssen. Also finde ich ihm doof. Ja, dann kommt halt die Iruka, der teilt halt dann die Teams ein. Und ja, ich fand das damals auch eigentlich ziemlich amüsant. Er packt dann halt eben, also Naruto denkt sich halt, ja, Sakura, sonst ist jeder okay, außer Satsuki, ne? Satsuki ist es sowieso egal und Sakura will natürlich unbedingt mit ihm halt in einem Team sein, ist ja logisch. Ja, und Iruka sagt dann halt Naruto und Sakura. Sakura ist eher so, und Naruto, juhu. Und dann kommt Satsuki und Naruto ist dann so, und Sakura halt, juhu. Ja, und das war damals schon eigentlich recht lustig. Auch wenn es natürlich vorhersehbar war. Dann wurde natürlich auch begründet, Satsuki hat die besten Noten, Naruto die schlechtesten. Deswegen ist klar, dass sie auch zusammenkommen. Ja, und eigentlich ab da ist dann der Chapter eher so, langweilig könnte man sagen. Halt so typisch Shonen im Prinzip. Ich meine, es ist dann halt, dass Naruto, man merkt halt sehr, dass er eifersüchtig auf Satsuki ist, dass er ihn dann quasi überfällt. Ja, man denkt vielleicht im ersten Moment, ach, Satsuki konnte sich befreien. Es ist aber nicht Satsuki, es ist Naruto, der auf einmal, so Wunder was, Hengen no Jutsu so richtig gut beherrscht und sich in einen ziemlich guten Satsuki verwandeln konnte, ohne komische Nase oder irgendwas anderen drum und dran. Finde ich irgendwie seltsam dafür, dass er wirklich nur ein einziger Tag dazwischen war, nachdem er die Akademie bestanden hatte. Und naja, was soll's, wir haben ja gesehen, er kann ja eigentlich Hengen no Jutsu nicht, deswegen hatte er es ja im ersten Chapter auch mit Orioke no Jutsu halt überspielt. Ja gut, er geht dann natürlich zu Sakura hin und redet natürlich mit der, beziehungsweise sie stellt sich ja erstmal vor, ah, oh, da steht Satsuki, er sieht ja so toll aus, bla 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 blub, meint aber, sie wäre ja so hässlich, besonders ihre Stirn und so, und dann kommt natürlich der falsche Satsuki auf sie zu und redet mit ihr und macht ihr Komplimente. Und jetzt muss ich allerdings erwähnen, jetzt kommt es natürlich, sehr, sehr viele sind ja auch heute immer noch der Meinung, ach, Naruto und Sakura, die wären ja so ein tolles Paar und ja, gut. In dem Moment, wo Sakura allerdings sagt, sie würde gerne Anerkennung von Satsuki haben, da denkt Naruto, in dem Moment habe ich begriffen, warum ich verliebt bin. Und das ist für mich eigentlich, wenn man so in der Geschichte schon weiter fortgeschritten ist oder auch eben das Ende kennt und so. Ja, und wenn man das dann nochmal liest, dann weiß man eigentlich, Naruto war von Anfang an wirklich nicht richtig in Sakura verliebt, sondern er hat es in dem Moment einfach nur geglaubt und immer so getan, so laut Motto, ja, sie erkennt Satsuki an, ich möchte auch Anerkennung von ihr und von allen anderen und deswegen behaupte ich einfach, ich bin in sie verliebt. Also man hat gemerkt, es ist wohl nicht richtig echt da, weil anders kann ich mir das in dem Punkt nicht erklären. Dann wird es natürlich nochmal kurz lustig, ja, weil Naruto hatte nämlich verdorbene Milch getrunken und deswegen muss er eben ganz schnell auf die Toilette und ja, gut, dann
so Satsuke quasi zu sehen, ist in dem Punkt eigentlich ganz interessant. Sie denkt nur eher schüchtern und Naruto rennt dann erstmal aufs Klo. Was dann eher noch interessant ist, ist die Tatsache, dass dann der richtige Satsuke auftaucht, was Sakura ja nicht weiß. Ja, und sie sagt dann eben auch, dass sie Naruto nicht mag und dass er ja keine Eltern hat und nicht erzogen wäre, aber dass es ja so toll wäre, wenn man keine Eltern hätte, weil es ja niemanden gibt, der einen zurechtweist. Satsuke daraufhin hält sie natürlich mehr oder weniger für eine arrogante Kuh, sagen wir es mal so, und sagt halt, dass sie überhaupt keine Ahnung hätte und dass Einsamkeit nicht zu vergleichen wäre mit einem kleinen Streit der Eltern. Ist klar, warum er das sagt, weil er ja keine Eltern mehr hat. Und er sagt dann auch, Sakura nervt ihn. Was ich hier in dem Punkt jetzt allerdings ein bisschen doof finde, eigentlich haben wir hier drei Leute und alle drei Leute haben in dem Punkt eigentlich Potenzial. Naruto, der halt um Anerkennung buhlt und der eben gar keine Familie hat. Satsuke, der in dem Punkt total viel Anerkennung bekommt, dem das aber scheißegal ist und der mal Eltern hatte. Und Sakura, die einfach nur durchschnittlich ist und die Eltern hat, die in dem Punkt aber von den Eltern wohl offensichtlich genervt ist, wie das eben bei Teenagern oder Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren so ist. Und sie ist ja 12, finde ich also ganz normal. Dumm ist aber, oder auch schade, oder auch beides, sagen wir es mal so, dass man darauf überhaupt nicht eingeht, dass sie zwar das da einmalig erwähnt, auch Naruto hat ja keine Eltern und ja, ist es doch aber schön, dass man nicht zurechtgewiesen wird, aber danach geht man gar nicht mehr darauf ein und ihre Eltern wurden ja auch erst sehr, sehr, sehr viel später und auch erst durch den Film Road to Ninja bekannt gegeben mit Namen und mit Aussehen, sind aber im Manga nie aufgetaucht. Ja, finde ich ehrlich gesagt irgendwie scheiße, weil man hätte da vielleicht ein bisschen mehr einbringen können, wie sie zu Satsuki und Naruto hätte stehen können und auch mehr hinterfragen können, aber naja, hat man eben nicht gemacht. Ja, sonst ist es dann halt, dass Naruto dann eben nochmal aufs Satsuke trifft und er ihn dann quasi als Loser betitelt, weil es ja die Kunst des Entfesselns gibt und das war's dann eigentlich. Das einzige Interessante, man hat dann doch nochmal Kakashi gesehen, der in dem Punkt sich Narutos Wohnung angeguckt hat und auch gemerkt hat, dass die Milch schon abgelaufen war. Ja, so im Nachhinein finde ich das Chapter eigentlich ziemlich langweilig. Es ist so, wenn man es das erste Mal liest, toll, weil ja auch seine Teamkameraden in dem Punkt halt auftauchen, Satsuke und Sakura, klar, ne? Aber sonst ist es einfach so Nettes, was man mal liest und wo man sich dann denkt, ja, hätte vielleicht besser sein können. Ja, sonst, was ich noch zu erwähnen habe, weil es sonst noch ein bisschen kurz wäre, es gibt ja sehr, sehr viele, die meinen, dass der Junge Sasuke heißt. Ja, und dass Sasuke total falsch wäre. Nee, ist es eigentlich nicht. Also klar, sicher, die Japaner sagen nicht Sasuke, also die sprechen das U nicht so, die betonen das nicht so. Trotzdem heißt der Junge nicht Sasuke. Die sprechen das U nämlich eher ein bisschen stumm. Und ich verstehe echt nicht, wie man das heutzutage nur nicht schnallen kann, weil, ja mein Gott, zum Beispiel, wenn man mal so Digimon auf Japanisch gehört oder geguckt hat, so, ne, da sagen die ja auch nicht richtig so Digimon und auch nicht Digimon, sondern Digimon. Also so, Mon, so, ne? Also das, also ich kann es nicht richtig, weil ich ja keine Japanerin bin. Aber die machen das N ein bisschen stumm. Also nicht so deutlich wie wir, sondern stumm. Aber auch ein gutes Beispiel ist noch der Name Kushina. Für die, die es jetzt eben, also ist ja egal, ob weiß oder nicht, aber Kushina ist auch so in dem Falle, man hört das U im Deutschen, klar, wir sagen ja Kushina, im Japanischen wird es aber auch ein bisschen stumm gesprochen, da geht das auch eher so Kushina, also so recht schnell, so dass man das U kaum hört. Und eigentlich gibt es auch in Shippuden später eine Szene, Arc 2, Staffel 2, das hört man im Anime sehr, sehr gut. Sakura begegnet dann nochmal Satsuke und sie sagt dann den Namen ganz, ganz langsam, könnte man sagen, und da hört man ganz leicht das U, wie sie so Sasuke, also so Sasuke, ja, also ich krieg das, wie gesagt, jetzt nicht so super hin, aber Sasuke heißt es definitiv eben nicht. Man muss sich die Szene eben angucken, natürlich auf Japanisch, nicht auf Deutsch, da hört man doch das U eben raus und ja, ich find's halt echt scheiße, dass manche wirklich glauben, ach, Sasuke, das ist so richtig falsch und ich find's echt gut, dass es auch sehr viele im deutschen Raum gibt, Fans, die wirklich auch Sasuke sagen. Ich persönlich versuch's eher doch so, wie ihr ja gemerkt habt, ein bisschen eher Japanisch zu sagen, weil ich auch Sasuke nicht ganz so toll finde. Hab ihn am Anfang auch so genannt, aber ja, Sasuke so finde ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so toll so gesprochen. Aber im Nachhinein ist es eben doch eher richtig als Sasuke. So viel halt dazu. Und was ich noch sagen will, da es ja so viele Chapter gibt, werde ich wahrscheinlich immer mal wieder, also auf jeden Fall doch so machen, dass ich pro Woche 2 Chapter-Analysen rausbringe. Ab und an vielleicht auch mal 3, aber bei 2 wird es jetzt auf jeden Fall bleiben, damit es sich doch nicht zu lang zieht. Weil bei 700 Chaptern plus Guiden ist das echt schon eine ganze Menge. Und da würden wir ja Jahre dran sitzen. Ja, bei Fragen oder wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, ich was vergessen habe, ich irgendwas falsch gesagt habe, einfach in den Kommentaren erwähnen, ist ja kein Problem, weil Kritik ist ja auch dafür da, damit man besser werden kann.